Hubert. Unser Freund Hubert ist wieder da. Okay, es ist ein Ziel. Aber ja. So, Link, jetzt ist sie fällig und zwar endgültig. Hier entkommt sie uns nicht mehr. Hinterher! Aufweichen! Ich muss echt aufpassen. Warte mal, wir machen das mal so, so, so. Hier drin ist nämlich nettes Wetter. Wie weit erhöht sie ihre Range? Immer weiter. Ja, das sagst du mir dann, wo ich schon getroffen werde. Super. Vielleicht nicht mit der Fackel. Okay, das macht nicht so viel Schaden. Oh, wie sie sie weggeschubst hat. Schottet die uns halt immer. Der Dungeon ist so easy gewesen. Der Boss macht einfach die meisten Damage von allen Bossen, die ich bisher gesehen habe. Fliegt halt auch noch mega zu uns hin, wenn sie da am... Komm den Wirbelwinden bloß nicht zu nah! Und jetzt muss ich halt warten, bis sie ihre Range aufgebaut hat. Das ist halt das Problem. Und sie trifft mich trotzdem mit den Wirbelstürmen, weil ich nicht ausweichen kann, weil ich gerade den Bogen gespannt habe. Ja... Das Problem ist, sie hat halt so eine Low Range mit ihrem Blitzdings. Das heißt, du musst irgendwie ran. Und es dauert halt so lange, bis sie wieder laden kann. Das ist halt so ein bisschen nervig. Ich würde ja mit Blitzfeilen gerne raufballern, aber ich weiß nicht, ob das geht. So, mal jetzt fliegt sie sogar hier zu uns noch hin. Warum auch immer. Das verstehe ich nicht. Jetzt hat sie... Achso. So. Jetzt können wir nicht angreifen. Jetzt habe ich halt dummerweise nichts Gutes hier auf meiner Waffe. So, jetzt muss ich halt sehr schnell weg. Dass das hier, dass das Viech immer in die Mitte fliegt, das finde ich halt ein bisschen seltsam. Juhudo? Riju? Wo ist Riju? Da. Endlich geht's voran. Jetzt kommt noch eine zweite Phase. Sie hat Gitos herbeigerufen. Wir dürfen uns nicht einkreisen lassen. Ohne. Danke.
Aber das Problem ist, oh, die Fliegenden sind auch noch dabei. Ich konnte mich nicht bewegen. Sobald ich von dem Sand getroffen wurde, war over. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich bin einfach auf der Stelle rumgezappelt. Wow. Der braucht halt auch mal, wenn er schießt, hat er so eine kleine Verzögerung, weil das mit dem Blitz kombiniert wird. Und deswegen. Manchmal kriegt sie ihren Blitz nicht drauf. Weiß auch nicht warum. Da hat es gerade geruckelt und dann ist der Blitz irgendwie nicht drauf gekommen. Ja, und jetzt ist es wieder das Erste. Mein Bogen ist einfach während des Schusses zerbrochen. So. Probieren wir mal. Ja, das Schießen ist nicht so ganz flüssig, wenn sie da auflädt. Ich weiß nicht, ob das Performance-Probleme macht. Bei mir. Hä? Sie hat schon wieder ihre Ladung verloren. Oh, jetzt fliegt er gleich in uns rein, oder? Wir müssen jetzt wahrscheinlich noch zweimal vom Himmel holen. So. Sie hat Iptos herbeigerufen. Wir dürfen uns nicht einkreisen lassen. Das Problem ist, sie bleibt einfach stehen. Ja, und jetzt kommt dieser Sandstrahl. Nein, falscher. So. Jetzt nicht da hochklettern. Bleib doch nicht stehen. Im Sand ist das halt auch ein bisschen doof mit dem Bewegen. Super, dass das auch wieder nicht zerstört hat da oben. Warum auch immer. Verdammte Giptos! Gibt es davon etwa unendlich viele? Das ist gerade mein geringstes Problem. Ah, okay. Ah, oh, die verschließen sich immer wieder, ne? Das ist mein Problem, weswegen ich die nicht kaputt kriege. Blitze, sammelt euch! Können wir die Nester zerstören? Ja. Können wir uns dieses Licht irgendwie zu nutzen? Jetzt one-shottet die mich nicht, oder was? Ich verstehe das teilweise nicht. Zu machen?
Ja, wenn du herkommst, dann können wir das gerne machen. So, weil ich würde tatsächlich jetzt einmal rumlaufen, die alle einmal kaputt machen. Das ist so das Schlauste. Ich kann nicht ausweichen. Ich weiß nicht, ob das an meinem dicken Schild liegt. Ich habe so eine halbe Armee hinter mir herlaufen. Jetzt hoffentlich alle drauf gehen. Warum one-shottet die mich jetzt eigentlich auf einmal nicht mehr? Ich muss nicht das verstehen. Komm her, komm her. Komm her. Ja, bist du. Jetzt können wir dich mit dich. Wenn da noch ein Gipto steht. Dann ziehen wir dir von. Jetzt gehe ich drauf. Krieg ich irgendwie gar keinen Schaden. Ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. So, jetzt machen wir nochmal das letzte kaputt. Da ist die Königin. So, jetzt nochmal ordentlich aufladen. Das zählt ja, glaube ich, nicht. Ich muss jetzt dreimal treffen, ich weiß es nicht. Das Problem ist, sie liefen mir gerade wieder alle im Weg rum. Und haben mich nicht mal rausgelassen da. Mit deinem Bogen. Was ist mit meinem Bogen? So, jetzt ist sie nämlich erst weiß. So, einmal noch. Nein, die ist in den Wirbelsturm reingelaufen. Endlich. Alter. Das war das eine schwere Geburt. Also ich habe mich am Anfang auch ein bisschen doof angestellt, aber... Ei, ich finde das... Also ich hätte wahrscheinlich auch rein theoretisch einfach Blitzpfeile schießen können, aber ich habe davon nicht so viel Früchte. Und ich hätte mir halt bessere Rüstung noch holen können und so. Das müssen wir mal machen. Das machen wir jetzt danach. Jetzt nach dem schweren Bossfight. Bessere Rüstung holen, mehr Leben holen. GG. GG, easy. Der Boss konnte ja mal gar nichts. Ich touch. Oh. Oh.
Riju, durch deren Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Oh, diese Stimme. Warst du es, die immer zu uns sprach? Ich bin deine Ahnin aus einer längst vergessenen Zeit. Eine Gerudo-Kriegerin im Dienste des ersten Königs von Hyrule. Und die Weise des Donners. Wie du kämpfst, wie du den Blitz lenken kannst. Wahrlich, du bist meine Erbin. Eine Zier für den Stamm der Gerudo. Das den Sandsturm erzeugende Ungetüm war ein Vasall des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du berührt hast, dem Mysterienstein. Dämonen? Mysterien? Sei ganz unbesorgt. Schon bald wirst du dies alles begreifen. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Über den Versiegelungskrieg und die Bestimmung unseres Volkes. Kommen da eigentlich jedes Mal noch neue Infos oder ist das jedes Mal wirklich die exakt gleiche Geschichte? Es geschah vor langer, langer Zeit. Das Königreich Hyrule war eben erst gegründet worden. Es trat ein Schurke in Erscheinung, der unschuldige Angriff und das junge Reich zu zerstören trachtete. Man nannte ihn den Dämonenkönig. Er war der Häuptling der Gerudo gewesen, bevor seine Gier nach Macht ihn in ein Monster verwandelte. Doch er stieß auf Widerstand. Rauru, der erste König von Hyrule, sowie die sechs Weisen stellten sich ihm entgegen. Rauru gab uns die Mysteriensteine, auf das wir... Die Links, das ist eine von den, Sonau, kostbare Artefakte, glaube ich. Welche die Fähigkeiten ihres Besitzers um ein Vielfaches verstärken. Als Weise des Donners zog ich in den Kampf, ausgestattet mit meinem Mysterienstein. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Meine Blitzschläge ließen ihn unversehrt. Er schien sie kaum zu bemerken. Schließlich erkannte Rauru, dass wir nicht imstande sein würden, den Dämonenkönig zu bezwingen. Er entschied sich, sein eigenes Leben zu opfern, um den Unhold zu versiegeln und den Krieg so zu beenden. Das war der Versiegelungskrieg. Nicht lange danach trat eine von uns, die Weise der Zeit, vor mich und erlegte uns Gerudo eine heilige Pflicht auf. Das Siegel des Dämonenkönigs wird dereinst brechen und er wird erwachen. Wenn es soweit ist, dann muss mein Ritter, dann muss Link die Stärke besitzen, ihn aufzuhalten. Also bitte, gewährt ihm die Hilfe der Gerudo. Die Macht über Blitz und Donner. Dann wird er stark genug sein. Von diesem Augenblick an stand unsere Aufgabe fest. Die Vernichtung des Dämonenkönigs ist unser sehnlichster Wunsch. Unser Volk trägt die Schande, ihn hervorgebracht zu haben. Wir werden unserer Pflicht nachkommen. Wenn der Dämonenkönig erwacht, wird eine von uns Gerudo als Weise des Donners zurückkehren. Finde ich aber cool, dass sie das so mit reinnehmen. Dass sie an der Seite des Ritters Link in den Kampf ziehen wird. Das Ganondorf, den Namen erwähnen sie halt bisher noch nicht. Ich weiß nicht, ob das noch kommt. Ein Gerudo ist. Dies ist alles, was ich euch vom Versiegelungskrieg und der Bestimmung unseres Volkes zu berichten habe. Euer Mut hat die Stadt der Gerudo errettet. Doch die Wiedergeburt des Dämonenkönigs steht kurz bevor. Riju, geliebte Nachfahrin, nimm meinen Mysterienstein und erfülle das Versprechen, das ich einst der Weisen der Zeit gab. Streite an der Seite des Ritters Link, so wie ich es damals gemacht habe. Es ist mir vorbestimmt, an Links Seite zu kämpfen? Oh.
Nun soll ich nicht mehr nur Königin und Weise sein, sondern auch Links Kampfgefährtin? Oh, grandios! Der Dämonenkönig kann sich schon mal auf was gefasst machen. Mysterienstein, ich fordere mein Schicksal ein! So, damit habe ich 4 Weise dabei. Zelda wird ja wahrscheinlich noch kommen. Als 5. Weise, aber dann bräuchten wir eigentlich noch die 6. Weise, oder? Wenn die es damals mit 5 Weisen, mit 6 Weisen nicht geschafft haben. Weise des Donners. Nun wirst du Zeuge meiner neuen Macht. Link, reich mir deine Hand. Vom heutigen Tag an werde ich, Riju, als Weise des Donners mit dir sein. Empfange nun den Beweis meiner Treue! Fehlt nämlich auch noch ein Ring, ne? Mit diesem Ring kannst du meine Macht rufen, wann immer du ihrer bedarfst. Endlich kann ich auch einmal dir von Nutzen sein. Und nun, Zeit in die Stadt zurückzukehren. Okidoki. Ja, der Bossfight hat natürlich jetzt so lange gedauert, ne? Der Rest ging relativ schnell hier. In der Wüste allgemein, fand ich. Ich glaube, bei den anderen haben wir länger gebraucht. Gut, hier gab es auch noch nicht so viel zu erkunden. Außen in den bergigeren Regionen, da gibt es dann ein bisschen mehr. Aber jetzt ist dann auch endlich mal der Sandsturm weg. Und das Wasser ist wieder da. Sonne. Allein schon, dass an dem fünften Finger auch ein Ring war. Also hier so ein Vorteil für den Ring. Kriegen wir auf jeden Fall noch einen 5. Ring. Ob das der von Zelda ist, weiß ich nicht. Und ob wir quasi dann der 6. Recke sind. Oder der 6. Weise quasi. Oder ob es da noch wen anders gibt, ist halt so die Frage. Vielleicht lebt da wirklich noch wer von den Sonau? Man berichtet mir, dass mit Auflösung des Sandsturms auch die Gypto-Angriffe ein Ende fanden. Wie wisst, wird der Wiederaufbau einige Zeit dauern, aber dank dir können wir endlich wieder an der Oberfläche leben. Im Namen des gesamten Stammes, der Gerudo, danke ich dir. Ach ja, haben wir gerne getan. Doch bei aller Freude über unsere Rettung gibt es einen schmerzlichen Punkt. Wir konnten leider nichts Neues über Prinzessin Zeldas Schicksal in Erfahrung bringen. Nicht ganz bitter. Eine Kleinigkeit gibt es, die uns auf der Suche nach Zelda womöglich weiterbringen konnte. Als ich den Mysterienstein empfing, sah ich vor meinen Augen eine Art Vision, der die Weise der Zeit erschien. So wurde sie von meiner Vorfahren bezeichnet. Und jene Weise sah der Prinzessin zum Verwechseln ähnlich. Die Sehnlichkeit, sie lässt sich nicht als Zufall erklären.
Eins steht fest, Zeldas Ebenbild wandelt auf Hyrules Boden und Elend folgt ihr auf Schritt und Tritt. Die uns bekannte Zelda und jene Weise aus der Zeit unserer Vorfahren gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Wenn wir annehmen, dass sie es tatsächlich ist, dann muss die Zelda in der Gegenwart eine andere sein. Und wir müssen herausfinden, um wen es sich handelt. Verzeih, Link, aber selbst jetzt, da uns keine Gefahr mehr durch diesen Sandsturm droht, selbst jetzt kann ich Gerudo-Stadt nicht arglos den Rücken kehren. Zu vieles ist hier noch zu tun. Doch ich versichere dir, wir alle werden in diesen Gefilden weiterhin Ausschau nach Spuren von Prinzessin Zelda halten. Und auch meine neue Macht als Weise soll dich begleiten. Ich werde alles für dich tun, was ich vermag. Schwur von Riju. Link, du sagtest, du hättest bereits das Dorf der Orni, Gorunia und das Dorf der Zoras besucht. Im Spielposten sehnt man sich gewiss nach deinem Bericht, ob du dich nicht vielleicht dorthin begeben solltest. Möge dein Weg dich recht bald wieder zu uns geleiten. Mein Herz wäre höchst erfreut über ein Wiedersehen. Cool, cool. Ja, also wir kriegen noch irgendwas Fünftes. Ich weiß halt nicht, ob das Zelda ist und ob wir halt quasi als sechster Weiser zählen sozusagen. So, und wir haben die vier Regionen geschafft. Ah, und jetzt ist sogar hier... Jetzt hieß sie mal alleine, ne? Letztes Mal war immer ein Kerl bei ihr. Der darf hier aber nicht unbedingt rein. Okay, da kommen wir nicht runter jetzt. Das ist aber nicht alles da unten überflutet, oder? Nee. Was ist hier alles offen? So. Ja, die sind nicht mehr da. Cool. Dann gibt's die nächste Kugel. Dann fehlt uns aber immer noch, glaube ich, eine oder so. Und uns fehlt immer noch eine Steintafel, die wir fotografieren müssen, glaube ich. Du hast mir noch eine Kugel gebracht. Ich soll dir eine Belohnung dafür geben. Ich sollte dir eine Belohnung dafür geben, dass du sie den ganzen Weg hergetragen hast. Wie wäre es damit? Nein? So, drei Stück aber immer noch. Ich weiß nicht, wo die letzte Inschrift ist, das Problem. Warte mal, Palasthof. Ach, wir müssen uns von der Hofrobbe eine Weissagung holen. Okay.